Und damit herzlich willkommen zurück bei Finding Paradise. Da sind wir schon wieder. Und ja, ich freue mich jetzt weiter zu spielen. So, weiter geht's. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren. Warte mal, wo waren wir denn? Ah, okay, ja. Okay. Wer hat die schönste Nase? Ja, genau du. Oh ja, die hast du allerdings. Was glotzen sie so? Diese Nase. Oh, wird die wieder gespielt? Ah. Sieht so aus, als hätte sie ein Geweih auf. Und was willst du spielen? Ist nicht wirklich wichtig. Warum spielst du nicht deine Tonleiter und ich spiele die Begleitung? Ha, wollen wir dich beruhigen oder mich? Ich finde eben die einfachen Dinge befreiend und entspannt. Na gut. Notiz, Tonleiter, Melodie erhalten. Ah. Na, da können wir noch ein bisschen grabbeln. Ah, da ist das Mentos, sehr schön. Mann, sie macht die ganze Arbeit, während er nur Tonleitern spielt. Hast du nicht mal im Schulorchester Triangel gespielt? Ja, und die Triangel ist eines der facettenreichsten und am meisten missverstandenen Instrumente überhaupt. Die strengen sich aber an, ein paar extravagante Tonleitern zu spielen. Ah, die Musik ist so schön. Ah, I love it. I love it. So, sonst haben wir hier nichts. Okay. Hier kann ich nicht hingehen, ne? Nein. Okay. Da können wir auch nichts mehr machen. Ah, diese Musik. Oh, das ist so eine Musik. Auch wie bei To The Moon oder auch in Minecraft, wenn wir da so Melodien haben. Da willst du einfach drauf losheulen. Da willst du einfach drauf losheulen, weil es halt einfach so schön ist. Und das ist so... Diese Musik umarmt dich. Ne? Diese Musik umarmt dich und es ist so... Aber es sieht immer noch so aus, als hättest du ein Geweih auf. Okay. Dann gehen wir mal wieder runter. Und schau mal, aber so... Ah, da rechts können wir noch lang gehen. Stimmt, die war ja kurz vor ihrem Auftritt. Stimmt, da war ja was. So. Da ist er. Hallo? Okay. Time is a place. Ah, schön. Aha, aha. Schön, da können wir noch reingehen. Hier haben wir den kleinen Escher. Was faulenst du da oben rum, Esch? Ach komm schon, ich habe schon eine ganze Reihe Stühle aufgestellt. Ich habe ihr sogar einen Namen gegeben, Eschers Reihe. Jeder, der sich hinsetzen muss, eine Gebühr zahlen. Ach ja? Dann brauchst du ja kein Taschengeld mehr. Nicht witzig, Dad. Oh, sag mal, wo ist denn Mom? Bin nicht sicher, ich gehe sie mal suchen. Darum musst du deinen Hintern hier runterschwingen und mithelfen. Hm, na gut. Jeder, der da sitzt, muss eine Gebühr bezahlen. Halsabschneider einfach. Einfach ein Halsabschneider. Unglaublich, dieser Ash. Ash Ketchup. So. Der Junge wird so schnell klein. Vor allem, wie hat er denn hier die Schüler aufgestellt? Was ist das denn? Also, da braucht man aber noch viel Arbeit, junger Mann. Mann, genau der richtige Ort, um Stuhl-Pac-Man zu spielen. Stuhl-Pac-Man. Ja, stimmt, ne? Könnte man machen. Hier können wir nichts mehr machen. Okay, dann gehe ich mal nach oben wieder. Wir hatten ja hier oben noch einen Durchgang. Huch! Was zum... Was passiert hier? Es wechselt in eine andere Erinnerung. Okay. Oder auch nicht. Das ist alles sehr strange. Weißt du, was das gerade war? Woher soll ich das denn wissen? Na, du bist immerhin der Techniker, meine Fresse. Und zugegebenermaßen ist das ja nicht die einzige Merkwürdigkeit auf dieser Reise.
Bist du dir sicher, dass du keinen Draht vergessen oder eine Kalibrierung übersprungen hast? Wie kannst du es wagen? Meine Kalibrierungen sind so makellos wie Bambis Hintern, nachdem er seine Flecken verloren hat. Okay, okay, ich meine ja nur, du solltest wachsam bleiben. Bambis Hintern. Ja. Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, muss ich sagen, als ich damals Bambi den Film, aber das ist schon ziemlich lange her. Okay, haben wir hier sonst noch was? Nee, ne? Wir haben 4 von 5. Wir bräuchten noch... Ach, hier steht er ja. Achso, Entschuldigung. Hey, habt ihr Sophia gesehen? Schau mal in den Probenräumen nach. Ich hab sie auf dem Weg dorthin gesehen. Danke, mach ich. Und übrigens, besucht uns mal. Dass sie hier spielt, wird uns fehlen. Klar, machen wir. Und sie haben es nie getan. Das weißt du nicht. Ja, das ist immer so, ne? Ja, kommt uns mal besuchen und hier so. Ja, ja, werde ich machen. Und im Endeffekt wirst du diese Person nie wieder sehen. Weißt du, das ist eigentlich so traurig, ne? Aber das ist dann auch das Problem, dass das Leben dann spielt, das verliert sich dann in der Vergessenheit. Das ist auch manchmal so mit anderen Sachen, ne? Das ist auch manchmal so mit anderen Sachen, dass du sagst, ja, ja, wir können, wie zum Beispiel mit dem Zocken. Ja, wir können auf jeden Fall zocken. Aber du hast so viel um die Ohren, dann hast du auch überhaupt keinen Gedanken mehr dafür. So, hier müssen wir hin. So. Dieses Geweih. So, zack. 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 Und zack. Einmal vorbereiten. Gut, Cello brauchen wir. Ach, das ist schon wieder so ein Ding hier. Okay, da kriegen wir die Zeit. Da kriegen wir nur Zeit. Wir haben 2 verschiedene Uhren, sehe ich gerade, ne? Das können wir nicht machen. Wir können hier gar nicht... Wie kriegen wir das denn jetzt da weg? Oder warte mal. Wenn ich... Geht das denn... Okay. Aber das bringt mir nichts. Naja, das funktioniert nämlich nicht. Scheiße, wie mache ich das denn jetzt hier? Das macht nichts. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich kann hier gar nichts machen. Könnte ich denn vielleicht versuchen? Warte mal. Ich wollte gerade sagen. Jetzt haben wir natürlich den hier. Den müsste ich vielleicht mal nach oben machen. Dann haben wir hier einen. So, dann mache ich den nämlich. Ah, der überspringt aber den, ne? Ja. Puh. Wie mache ich das denn am besten? Wie mache ich das denn jetzt am besten? Den kriege ich hier gar nicht weg, ne? Den kriege ich gar nicht weg. Ich muss irgendwie, aber den kriege ich auch nicht weg. Verdammt nochmal, das gibt's doch nicht. Ah, dafür bin ich nicht geschaffen für sowas. So, dann nochmal hier. Jetzt haben wir den da. Jetzt haben wir den auch noch einen weiter. Ah, pass auf, dann machen wir so. Ah, sehr gut. Okay. Ja, das ist, das wird immer trickreifer hier, ne? Ach, die Musik. Oh, Mann. Weißt du, was komisch ist? Was denn? Das ist eine Erinnerung an das letzte Konzert seiner Frau. Aber vom Konzert selbst haben wir nichts gesehen. Vorhin ist es kurz aufgeflackert, nehme ich an. Trotzdem, ziemlich selbstfokussiert, nicht? Möglich, aber es kommt drauf an. Was wir hier sehen, ist immerhin vor allem davon beeinflusst, was er wirklich bereut. Sprich, was wir sehen, hat mehr damit zu tun, was er bedauert. Also damit, was ihm wichtig ist. Na, irgendwas passt da trotzdem nicht, finde ich. Aber gut, wir sehen uns auf der anderen Seite. Aber dann bereut er das hier, dass er da... Ich werde da noch nicht ganz schlau damit. So, jetzt sind wir wieder in seiner Jugend. Komm schon, ich sehe gleich dort vorne. Ist das Faye? Ja, es ist Faye. Ja,
Ich wollte doch wohl jetzt. Warum müssen wir überhaupt so weit laufen, nur um dort etwas Musik zu spielen? Hast du die Aussicht dort umgesehen? Die ist unglaublich. Außerdem ist dort niemand, der mir sagt, wie miserabel ich Cello spiele. Du spielst miserabel Cello. Ach, bei dir ist mir egal. Wettrennen zum Gipfel. Klar, mit dem Cello auf dem Rücken erstmal zum Gipfel ein Wettrennen, ja. Das Mädchen vom Balkon, oder? Ob das seiner Frau gefallen würde? Was macht das schon? Sie waren doch noch Kinder. Und außerdem war das lange, bevor Colin Sophia überhaupt kennengelernt hat. Trotzdem, die Erinnerungen, die wir hier sehen, sollten einen Zusammenhang mit Colins aktuellen Bedauern haben, oder? Ist nicht unser Job, darüber zu urteilen. Lass uns einfach schauen, wie es weitergeht. Okay, dann schauen wir mal. Vier brauchen wir. Oh, Pilze können wir mitnehmen. Blaue Pilze erhalten. Hä? Wieso hast du die mitgenommen? Einfach so, die gefallen mir halt. Ja, erinnert mich an diverse Spiele. Erstmal alles mitnehmen. So, da kamen wir nochmal Pilze, die nehme ich nochmal mit. Da haben wir auch nochmal Pilze. So, zack. Blaue Pilze erhalten. So, bevor wir jetzt da hochgehen, würde ich hier rechts nochmal schauen. Die können wir nicht mitnehmen. Haben wir hier oben irgendwas? Hier geht's ganz schön weit hier rechts rein, ne? Aber da wird wahrscheinlich nichts sein. Hä? Ja, genau. Mann, da suchen wir schon abseits der ausgetretenen Pfade und dann ist hier nichts. Hey, das kann ich ändern. Ja, ein... Besser? Kommt drauf an. Schauen wir mal, was wir drin haben. Mehr Loch als Socke erhalten. Die magst du doch am liebsten, bitteschön. Eine weitere, mehr Loch als Socke erhalten. Noch eine, jetzt hast du ein paar. Nochmal? Eine leere Truhe. Eine leere Truhe, okay. Ja, genau das meine ich als Secret. Ach, wie schön, wie schön. Das ist immer so, ne? Auch in anderen Spielen. Da guckst du immer und dann ist da nichts. Dann geht er immer weiter, 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 weiter rein. Und am Ende ist da gar nichts. Huch. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier lang. Oh, da sind sie wieder. Hallo. Okay, gib mir einfach einen Moment. Und du wolltest ein Wettrennen bis nach ganz oben machen, ja? Es ist das Cello. Versuch du mal, das Ding bergauf zu tragen. Außerdem wiegst du ja praktisch nichts. Hey, das war deine Idee. Ich habe eine neue. Zeit für eine Pause. Ist das nur ein Cello? Das ist ein komplett hohl. Ja. Was du brauchst, ist echtes Training. Hey, was tust du da? Geh runter, wir rollen noch beide weg und dann sterben. Nur wow, gleich so unheilvoll? Ich dachte, ich wiege praktisch nichts. Du würdest bis dir selbst. Warum sind die besten Leute immer so schwer zu erreichen? Wozu das alles, wenn der Weg gleich nicht bloß müde macht? Genauso gut könnte ich einfach meine Augen zumachen und mir vorstellen, ich sei dort. Du bist der miese Peter, weißt du das? Seht her, ich bin Colin. Ich roll nur herum und jammer den ganzen Tag. Du kannst ja hinbleiben, wenn du willst, aber ich werde die Gipfel stürmen. Ja, sie mit ihrer kleinen Geige da. Ist ja klar, wenn er dieses riesen Cello da trägt. Ja, unglaublich. Unglaublich. Okay. Dann gehen wir mal weiter hoch. Boah, da hätte ich aber auch keine Lust, ne, mit so einem Cello. Und die wiegen ja auch ein paar Kilo, ne? Ich gehe mal hier rechts lang. Hier, Pilze, Pilze. Nein, können wir nicht mitnehmen. Hier können wir noch ein paar Pilze mitnehmen. So, blaue Pilze halten. Okay, wie wär's, wenn wir die Zähne in einem Stück lassen? Du ruinierst irgendwie das Farbschema. Ich will die Pilze aber mitnehmen, Mann. Da vorne sind sie. Ich wollte noch mal kurz hier schauen, aber hier ist nichts.
Bevor ich jetzt zu denen gehe, würde ich gerne nochmal links schauen. Ne? Ob wir da vielleicht auch nochmal so Mentors kriegen. Die werden wahrscheinlich auch von der anderen Seite zu denen kommen, denke ich mal. So, zack. Jo. Na, warte. Ah, ich muss mal schauen. Ich muss mal gucken. Okay, hier kommen wir nicht lang. Okay. Dann gehen wir mal dahin. Ne?